Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation der Beschaffung mit Dataflow Business. In dieser Präsentation geben Ihnen und Euch die Kollegen Peter Klump und Alexander Braun einen Überblick der Möglichkeiten zur Optimierung des Einkaufs im Garten- und Landschaftsbau. Wir sehen und hören Informationen und Funktionsweisen zu den Materialkatalogen, dem Materialauszug für ein Bauvorhaben und zur Erstellung und Verwaltung von Preisanfragen und Preisspiegeln. Viel Spaß! Jetzt bin ich etwas irritiert, weil man nicht weiß, ob man mich hört. Okay, aber Peter, man hört dich. Alles klar, danke. Ihr erlebt mich selten irritiert. Steigen wir ein, und zwar in die Beschaffung. Und vorneweg möchte ich gerne da einfach ein paar Dinge nochmal loswerden. Und ich möchte mir natürlich jetzt da, ich will jetzt natürlich keine Schulungen machen, bis ins kleinste Detail zu dem Thema Beschaffung, weil da gibt es viele Tasten. Und sondern mir geht es um darum, dass ihr ein Bild im Kopf habt und dass ihr erkennt, welchen Vorteil das ganze Modul auch hat. Es gehört übrigens zu meinen Lieblingsmodulen, einfach aus meiner Geschichte heraus, da ich früher im Landschaftsbau tätig war und eben 3,5 Jahre lang kalkuliert habe und eben damals zu der Zeit unser DOS-Programm eben diese Funktionalitäten nicht hatte und ich eben dann daraus eben weiß, wie gut oder wie super dieses Modul zu gebrauchen ist und wie man da an vielen Stellen ein Hilfsmittel bekommt und eben solche Kalkulationen zu vereinfachen. Beziehungsweise wir natürlich jetzt das Problem auch haben, dass eben jetzt auch Materialpreise massivst geändert werden müssen und wir dann dafür auch ein Werkzeug natürlich benötigen. Und ich habe mir hier eine Baustelle vorbereitet, die recht einfach ist. Es geht hier nämlich um Terrassen, die geändert werden sollen mit den dazugehörigen Positionen wie Oberboden, Nachverdichten, Planum, Schotterdragschicht, Pflasterstreifen und Plattenbelag. Und ihr hört es schon in den Begriffen Schotterdragschicht, Pflasterstreifen und Plattenbelag. Da sind natürlich Materialien enthalten, wie zum Beispiel die Platte Granit, die vorkalkuliert ist, oder der Pflasterstreifen, da befindet sich das Pflastergranit drin, oder bei der Schotterdragschicht, wie es nicht anders sein kann, was zu erwarten ist, befindet sich natürlich auch der Schotter drin. Wie man jetzt vorkalkuliert und wie man hier die Funktionalitäten nutzt, soll jetzt nicht das Thema sein. Fakt ist aber eins, dass wir natürlich dafür einen Materialkatalog benötigen, der uns dieses Material zur Verfügung stellt. Deswegen gehe ich ganz kurz mal auf das Thema Material ein, gehe mal ganz kurz auf den Materialkatalog, weil es nämlich immer eine grundsätzliche Frage gibt. Herr Klump, können Sie mir mal sagen, wie soll ich das mit Material machen? Soll ich für jeden Lieferant einen Materialkatalog anlegen oder was haben Sie da für eine Lösung? Und da kann ich immer eins sagen, ganz einfach, überlegen Sie sich mal, hier in Karlsruhe gibt es 5 Betonwerke und wollen Sie jetzt von jedem dieser 5 Betonwerke den Beton anlegen? Und dann fahren wir nach Rastatt, da haben wir wieder 3, fahren wir in den Norden, haben wir wieder 2, 3, 4. Also was soll uns das bringen? Die Frage ist natürlich auch gerade bei der Beschaffung, dass eben etwas auch klar sein muss. Und das ist eigentlich schon die erste Klippe, dass Beschaffung funktioniert. Nämlich, dass wir einen Materialkatalog haben. Einen, in dem einmal mein Material sich drin befindet. Das heißt, der Schotter Kalk-Mineralgemisch 032, genau der und kein anderer, befindet sich in gefühlt 200 Standardleistungen drin. Nur dieses eine Material. Es funktioniert nicht, wenn ich jetzt mal mein Material rausnehme aus dem Katalog Rondot und hier mein 032 verwende oder aus meinem Materialkatalog Hill. Funktioniert nicht, weil datenbanktechnisch, das ist ganz entscheidend, dieses Material eine andere Datenbank-ID hat und es interessiert das Programm nicht, was hier für ein Text steht. Das ist für ihn, obwohl es der gleiche Materialbezeichnung ist, ist es ein anderes Material. Heißt, wenn das Ganze mit der Beschaffung funktionieren muss oder soll, dann brauche ich einen Standardkatalog. Und dieses eine Standardkatalogmaterial befindet sich dann in allen Positionen. Und das ist der springende Punkt. Das heißt,
Wenn man die Beschaffung verwenden will, muss man das berücksichtigen. Ansonsten macht es keinen Spaß. Ich gehe dann mal in die Projekte rein, nochmal zurück in das LV. Und wenn wir im LV drin sind, dann ist auch immer hier gleich die Frage, wo ist denn die Beschaffung? Auch das finden viele unserer Kunden nicht und sind ganz erstaunt, wenn ich das dann mal zeige, weil die Beschaffung nur an einer Stelle zu finden ist. Nämlich, wenn wir ganz oben auf Positionen stehen, dann die Registerkarte Beschaffung öffnen, dann finde ich die Beschaffung. Ansonsten ist sie nämlich nirgends im Programm zu finden. Und das ist schon mal der springende Punkt, dass unsere Kunden gar nicht wissen, wo sie ist und auch gar nicht auf die Idee kommen, an der Stelle auf die Registerkarte zu klicken. Also ich habe sehr, sehr viele Schulungen auch gemacht, wo die Kunden erstaunt waren und gesagt haben, Herr Klump, ich weiß nicht, wie lange ich das Modul schon habe, aber ich habe das noch nie gefunden. Und die Frage ist jetzt eigentlich, worum geht's denn? Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr kalkuliert und jetzt habt ihr eine Kalkulation aufgebaut und wir haben hier eine Südterrasse und wir haben hier eine Nordterrasse und wir haben vielleicht auch noch hier und da Positionen, wo immer wieder das gleiche Material drin auftaucht. Am Beispiel möchte ich das jetzt hier mit den zwei oder drei Positionen Schotterdrahtschicht, Pflasterstreifen und Plattenbelag aufführen. Aber zum Beispiel gerade ein Beton C12, der kann in den Blockstufen, in den Palisaden, der kann im Kantenstein drin sein, der kann im Pflasterstreifen drin sein, der kann irgendwo in einer Lampe mit einem Fundament drin sein. Also man kann da einfach mal formulieren, es gibt dann Positionen in einem LV, wo ich eben dann in 30, 40 Positionen halt dann das gleiche Material dann auch drin finde. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Und ganz klar ist natürlich immer auch, wie kalkuliere ich? Wie habe ich eine Preisanfrage? Und für die Preisanfrage benötige ich mal mindestens eins. Und das ist, wenn ich hier auf Drucken gehe, Bedarfsliste, ein Materialauszug. Und der Materialauszug ist letztendlich das, was mir eigentlich die Beschaffung auch zeigt. Das ist nämlich, ich kriege eine Zusammenstellung. Wie viel Platte Granit hast du insgesamt in dem LV? Wie viel Schotterkalk-Mineralgemisch? Wie viel Split? Das ist das Entscheidende. Und jetzt könnte ich etwas tun. Ich könnte jetzt einfach sagen, hallo, hier ist die Firma Klump. Was kostet denn 63 Quadratmeter Platte Granit? Weil das ist die Gesamtsumme, die ich in dem LV eben nun mal drin habe. Und genau dieses Bild, was ihr gerade gesehen habt, seht ihr jetzt auch wieder hier. Das ist nämlich genau das Gleiche. Aber hier ist es digital. Und hier sehe ich dann auch, in welcher Position habe ich denn mein Split? Aha, in mehreren Positionen. Okay, in wie vielen Positionen ist denn mein Sand? In den Positionen befindet sich Sand drin mit den einzelnen Mengen. In der Gesamtsumme sind es eben 0,52 Tonnen. Also, ne, das heißt, ich kriege hier eine Zusammenfassung auch meiner einzelnen Mengen und ich habe hier die Gesamtmenge. Das ist nämlich der Trick, wenn ich das Material immer aus dem gleichen Materialkatalog rausziehe. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich eben fünfmal Schotterkalk-Mineralgemisch oder zehnmal den Sand gewaschen 02 hier drin, weil eben das nicht zusammengezogen wird, weil es eben nicht das gleiche Material ist. Das ist der entscheidende Punkt. So, und jetzt an der Stelle sage ich immer auch meinen Kollegen vom Vertrieb, schaut mal her, allein schon diese Funktion, die ich euch jetzt zeige, die hilft ungemein. Und das ist einfach die Funktionalität zu sagen, ich rufe jetzt mal meinen Lieferant an und sage, hallo, hier ist die Firma Klump, wie sieht denn das aus? Ich brauche ungefähr, jetzt dafür würde ich keine Preisanfrage machen, 24 Tonnen. Ich werde euch auch gleich mal eine Maske zeigen von einem Kunden, wo ich gerade Support letzte Woche gemacht habe, was da für Mengen drin stehen. Und dann versteht ihr, warum man da Preisanfragen macht. Bei 24 Tonnen ist das jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber ich könnte jetzt einfach sagen, hallo, was ist denn das hier für ein Preis? 8,90 €. Ah, das ist unser Standardpreis für eine Tonne. Jetzt brauche ich da vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Also kann ich in dieses Feld reingehen und kann sagen, 8 €. Schwupp. Dann sage ich, wer liefert mir das? Zum Beispiel mein Lieferant Fest und Hart. Fest und Hart ist bei mir Standardlieferant für Schotter. Und ich habe gesprochen, Tell, mit Herrn Müller.
Und zwar am 13.04.2022. Das trage ich hier ein. So, und allein diese Funktion, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, hier über das gesamte LV hinweg, über wegen mir 2, 3, 10, 15 Positionen den Preis zu ändern, das ist schon eine geniale Funktion von dem Modul. Ich kann nämlich jetzt sagen, schreibe mir die Daten in die Vorkalkulation und zwar in alle Positionen. Ansonsten müsste ich sie alle einzeln aufmachen. Habe ich keinen Nerv dafür. Daten in die Vorkalkulation schreiben. Vor der Übernahme Festpreise setzen, wäre dann wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag hätte oder wenn wir noch im Wettbewerb sind, wie jetzt in dem Fall hier, ist es ja ein Angebot. Da kann ich sagen, auch Angebot, Preis neu durchkalkulieren. Das heißt, wir reichen sozusagen die Preisvergünstigung an unseren Kunden weiter. Ist eine Sache, die manchmal ja notwendig ist. Dann sage ich, okay, und das ist wieder eine wichtige Funktion. Preistyp der Vorkalkulation auf Preisvereinbarung setzen hilft mir dann, wenn ich nachher in der Nachkalkulation Tagesberichte und Lieferscheine erfasse oder bei der Rechnungslieferscheinabgleichfunktion, hat natürlich die Sekretärin dann später auch die Information PV, es ist ein Preis vereinbart. Ich sage, mach, rechne es durch. Okay, es wird gerechnet. Wir schauen uns die Position an. Schotter, Kalk, Mineralgemisch ist jetzt mit 8 € drin. Gehen wir mal in die Position, ist egal welche, weil sie wird ja überall eingetragen. Schauen wir uns an. Hier war drin von den Stammdaten übernommen 8,90 €. Jetzt haben wir hier einen Rabatt von 10,11%. Es wird eingetragen, dass wir die Preisanfrage am 13.04.2022 gemacht haben. Jetzt ist der Preis 8 €. Das heißt, die Position ist jetzt um den Rabatt sozusagen, den wir bekommen haben, günstiger geworden, weil ich gesagt habe, bitte die Position nicht als Festpreis setzen, sondern reiche mir den Materialpreis im Prinzip dem Kunde durch. Das wäre jetzt im Angebotsfall. Was kann das Modul noch? Und das ist eigentlich jetzt das, wo ich dann sage, schaut euch das mal genau an, weil das sind wirklich geile Funktionen und die kann ich natürlich dann auch nutzen. Ich kann nämlich auch sagen, wir machen jetzt eine Preisanfrage und ich frage jetzt hier zum Beispiel mal das Material an für das Granit und die Platte Granit, also sprich diese zwei Materialien, die ja auch preistechnisch die höchsten Preise hier in dem LV drin haben. Und jetzt will ich da natürlich nicht das Telefon in die Hand nehmen, sondern wir wollen jetzt mal die Funktion der Material Preisanfrage nutzen. Und Peter, wie? Zwischenfrage. Ja. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Preisanfrage und Beschaffung? Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn man natürlich jetzt mal das Ganze betrachtet, dann gehe ich mal hier kurz auf unsere Preisanfrage Standard oder erweitert. Das sind ja unsere zwei letztendlichen Preisanfragesysteme. Standardpreisanfrage macht nichts anderes, als dass wir, wenn wir die Positionen uns selektieren, jetzt würde ich mal die Position rausgreifen, Pflasterstreifen als Randeinfassung, dann habe ich die Position, dann müsste ich Pflasterstreifen als Reinfassung die Position nehmen und dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, mach eine Preisanfrage, dann habe ich aber hier zweimal die Position, es steht der Text drin letztendlich, der in der Ausschreibung drin steht, aber zum Beispiel, es steht hier jetzt keine Mengen drin. Also hier habe ich nur die 30 Meter, aber 30 Meter dreizeilig Granit, das funktioniert nicht. Ich muss ja dem Lieferant anfragen, wie viel Tonnen Material brauche ich? Oder er muss sich Das das selber ausrechnen. Ne? wollte ich fragen. Okay, also der Genau. Händler muss dann selber rechnen. Richtig. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie rechnet er? Also von daher ist das auf der einen Seite richtig, wo das gut geht, ist bei den Pflanzen. Da braucht man nicht drüber diskutieren, weil die Pflanzen, die kann ich so anfragen. Aber jetzt bei den Materialpositionen funktioniert das so nicht. Dann gehen wir doch mal hier drauf ein. Und jetzt ist es so, dass man hier doch ein bisschen so die Funktionalitäten des Programms kennen muss. Also man muss sich damit auch ein bisschen warm machen. Ich habe jetzt diese zwei Materialien angeklickt, die sind markiert. Ich gehe dann auf Preise und sage, neue Preisanfrage erzeugen. Das ist mir wichtig, den Weg so zu gehen. Es gibt auch andere Wege, aber es geht mir jetzt darum, dass wir genau das so machen, weil das am einfachsten ist und am logischsten.
Dann habe ich hier die Möglichkeit, meine Lieferanten rauszuwählen. Das ist natürlich bei mir in der Datenbank natürlich läppsch, weil ich habe keine 2000 Lieferanten. Aber wenn wir jetzt mal 2000 hätten, sollten wir diese Funktion, die ich jetzt gleich zeige, auch kennen. Ich gehe auf Lieferanten. Ich nehme mir hier meine Merkmale raus. Sage, okay, ich will als Merkmal nicht den Fest und Hart raussuchen. Da hat sich das Programm sein letzten Merkmal gespeichert, sondern wir wollen ja Naturstein anfragen. Und da habe ich jetzt bei meinen Lieferanten einfach Merkmale hinterlegt. Und jetzt sieht man, wie schön das ist. Ich kriege jetzt alle meine Lieferanten angezeigt, die das Merkmal Naturstein haben. Und jetzt kann ich anhand der Postleitzahl sortieren und kann sagen, okay, wir nehmen jetzt Stutensee nehmen wir noch mit rein, Karlsruhe nehmen wir mit rein. Und dann haben wir das. Also ich markiere mir jetzt die entsprechenden Positionen und sage, hallo, hallo Computer und sage übernehmen. Und er lässt mich jetzt gerade mal wieder nicht das machen, was ich gerne will. Aber egal, so ist es dann halt. Wir nehmen noch den Reifeisen mit rein und wir nehmen noch den Fester mit Hart mit rein. So will ich es eigentlich gar nicht haben. Ich gehe auf Weiter. Und jetzt kommt eine Maske. Das ist nämlich unsere Preisanfrage-Maske vom 13.04.2022. Kleiner Tipp. Ich schreibe da immer Naturstein mit rein, damit man auch nachher noch in der Übersicht weiß, um was es geht. Eventuell auch nochmal, wenn wir verschiedene Materialien haben, dann sage ich hier auch, dass es sich um den Granit handelt. Hier unten sehe ich jetzt, dass ich drei Lieferanten ausgesucht habe. Angefragt am, Angebot erhalten am, beauftragt am, ist alles leer. Speichern. Drucken. Preisanfrage. Ich komme in die Preisanfrage-Maske und habe mir hier schon meine Kopftexte hinterlegt und meine Fußtexte teilweise hinterlegt, damit ich die nicht jedes Mal wieder neu hinterlegen müsste. Ansonsten, ihr kennt das System, brauche ich nicht näher erklären, Doppelklick, meine Texte reinholen. Und was ich natürlich an der Stelle nochmal sagen möchte, ist, ich habe mir Kurz- und Langtext bearbeitet. Ich möchte hier nur den Langtext ausgeben, weil in dem Langtext des Materials eben nochmal qualifizierte Informationen drinstehen. Ich kann drucken, natürlich macht das keinen Sinn. Bei E-Mail gehe ich rein und habe jetzt die Möglichkeit, bei meinen Lieferanten auszuwählen, wem schicke ich das. Und bei mir ist es immer beim Rondot der Herr Backstein. Bei Raiffeisen habe ich nur eine Adresse. Und bei der Firma Fest und Hart ist es der Herr Fest. Die nehme ich als meine Anschreiben. Ich kann hier, wenn ich will, meine Info nochmal reinschreiben. Ich kann da auch nochmal kurz mit dem rechten Maustaste reingehen. Das ist dann der Text, der in der Mail selbst drin steht. Und ich habe mir für meine Auftragsverwaltung mir extra bewusst Preisanfragen Texte im TXT-Format abgelegt. Leider ist das kein RTF, sondern TXT. Ich sage öffnen und habe dann hier mein entsprechendes Anschreiben auch nochmal, damit das dann nachher gleich in der entsprechenden E-Mail auch erscheint. So, dann schauen wir uns mal die Druckvorschau an und ich gehe nochmal auf E-Mail, drücke mal aus und wir sehen dann in der Vorschau gleich, Computer, danke, wir sehen dann gleich, dass wir hier unser Anschreiben haben, beziehungsweise unsere Preisanfrage. Hier ist es jetzt der Langtext, deswegen auch die gütebestimmenden Informationen, die dahinter stehen und unten drunter eben mein Firmenstempel und meine entsprechenden Informationen, die dann der Lieferant eben dann braucht. Und jetzt schicke ich die raus und jetzt werden drei E-Mails aufgehen und ich schicke die natürlich nicht ab, weil ansonsten werde ich hier nur Irritation bekommen. Ich habe mal aus Versehen tatsächlich Bruns Preisanfragen gemacht und dann hat die Firma Bruns bei Herrn Honig angerufen, hat gesagt, sagen Sie mal, kann das sein, dass da irgendwas falsch ist? Da will einer 25 Hansa-Campestre haben. Herr Honig hat gemeint, wer ist denn das? Ja, Klump steht drunter. Ja, das war sicher ein Schulungsbeispiel. Also von daher ist das also jetzt nicht unbedingt lebend. Ihr seht meine E-Mail, ich ziehe sie mal kurz in die Mitte. Und jetzt habe ich natürlich viermal meine dazugehörige E-Mail. Ich könnte die jetzt nochmal bearbeiten oder raussenden. Tue ich natürlich nicht. Nicht, dass dann irgendeiner von denen da tatsächlich auch noch existiert. Druckmenü schließen. Ich gehe raus. Ich gehe in die Projektverwaltung. In der Projektverwaltung sehen wir jetzt die Preisanfrage. Und hier sehe ich jetzt natürlich auch, ihr müsst euch vorstellen, wenn da jetzt 20 Preisanfragen wären, dann ist es natürlich hilfreich, dass da eben jetzt nicht nur Preisanfrage steht vom 13.04., sondern dass da eben auch dazu steht Naturstein, Granit oder was eben sonst noch an Preisanfragen da ist. Und so blöde Fragen wie, Frau Müller,
Ist die Preisanfrage schon da? Das kann man sich sparen eigentlich im Büro, weil dann kann die Frau Müller sagen, Herr Klump, schauen Sie selber. Also das heißt hier, Klom, ja. was ist denn, wenn ich jemanden vergessen habe? Du hast du die Funktion nochmal, Preisanfrage oben in der Taste ist, hast du mich gerade aus dem Ding rausgebracht, weitere Lieferanten hinzuzufügen. Da gibt es eine Taste dafür. Danke. Danke. Hier sehe ich dann angefragt am, Angebot erhalten am, beauftragt am. Also die Frage, die der Chef hat, ist denn schon mal was da? Kann man sich sparen und er kann auch gucken und sieht hier um 10:33 Uhr ist das Ganze abgesendet worden. Und wenn es halt 10:45 ist, dann braucht er eigentlich nicht fragen, sind die Angebote schon da, weil das unwahrscheinlich ist. Also von daher, da sieht man eigentlich ganz nett, wo und wann das Ganze versendet wurde. Und jetzt würde ich sagen, würden wir gleich mal Preise kriegen. Ich kann die Preise hier an der Stelle eintragen oder ich gehe halt übers LV. Ich gehe nochmal kurz hier rein. Wir gehen nochmal in die Beschaffung und ich habe jetzt meine Preisanfrage und sage Preisanfrage und gehe auf vorhandene Preisanfrage bearbeiten. Und Alex, vielen Dank für deine Frage. Ich kann hier zum Beispiel neue Lieferanten zu Preisanfragen nochmal hinzufügen, wenn ich jetzt einen vergessen habe und kann das nochmal rausschicken. Ich sage vorhandene Preisanfrage bearbeiten. Ich sehe hier alle meine Preisanfragen und es ist egal, auf welche ich jetzt bei meinen hier vorhandenen Lieferanten klicke. Mit einem Doppelklick bin ich dann wieder in der Preisanfrage. Und jetzt kommt eigentlich die Taste, die das größte Geheimnis in dieser Maske ist. Ich gehe hier runter, gehe auf das Wort Anfrage. Ich klicke auf das Wort Anfrage drauf. Da draufklicke, erscheint hier ein kleines Dreieck. Heißt, ich kann jetzt hier draufklicken und kann hier ein Angebot hinterlegen. Klick. Das heißt, diese Taste entscheidet eigentlich darum, ob das ganze Spiel weitergeht oder nicht. Wir sehen jetzt hier den Kunde fest und hart, der ist markiert. Wir sehen jetzt die Preise gemäß Katalog. Ich kann jetzt hierher gehen und kann sagen, okay, der fest und hart bietet mir einen Preis an von 110 Euro. Und bei meinem Platte Granit, da ist er bei 40 Euro. Ich sage speichern, Preis ist hinterlegt, Angebot ist da, 13.04. Die Information ist hinterlegt. Jetzt nehme ich mir nochmal einen weiteren und sage, okay, hier Angebot. Gehe wieder rein und sage, okay, pass mal auf, jetzt habe ich hier 99 Euro und der hat hier seine 50 Euro. Wer ist der Billigste? Na gut, ist jetzt nicht so schwer, weil man das ja an der Stelle schon sieht, wer der Billigste sein wird. Aber ich sage speichern und freue mich jetzt riesig, dass ich an der Stelle jetzt sagen kann, okay, pass auf, ich möchte gerne drucken, nämlich ein Preisspiegel. Zeig mir mal kurz nach, welche dieser Lieferanten ist jetzt der Billigste. Und allein die Preisspiegelfunktion ist schon mal eine geniale Geschichte, weil gerade bei den Dingen, die ich früher hatte, wie Spielgeräte für Spielplätze, da war es dann schon so, dass wir drei, vier Lieferanten angefragt haben und der dann gesagt hat, passen Sie auf, aber die Preise, die ich Ihnen hier gebe, sind die Preise für die Gesamtlieferung, wenn die Lieferung zusammen bleibt. Also, ich muss dann entscheiden, okay, fest und hart ist eben nun mal mein Lieferant an der Stelle, weil 3.819 Euro ist die Gesamtsumme. Hier wären es 4.319 Euro und damit ist klar, fest und hart kriegt den Auftrag. Und das ist genau das Spiel, dass ich jetzt an der Stelle sage, okay, vorhandene Preisanfrage bearbeiten, gehe rein, mach die nochmal auf und sage, okay, fest und hart, der ist markiert. Jetzt ist es wieder anders. Jetzt ist die nächste Funktion, nämlich zu sagen, okay, übernehme die Preise. Jawohl. So, und ich gehe raus. Nämlich, solange ich in der Maske hier bleibe, passiert eigentlich nichts. Erst wenn ich einmal irgendwo auf eine andere Registerkarte klicke, kommt die wesentliche Frage, die sich hier stellt. Nämlich, sollen die Preise an den Kunden jetzt wieder weitergereicht werden? Sprich,
ist es ein Angebot und ich möchte gerne meine Kalkulation aktualisieren, dann wäre der Knopf der richtige. Oder reden wir über einen Auftrag, dann haben wir Festpreise. Und die Festpreise heißt für mich wieder, mein Deckungsbeitrag wird besser. Ich lasse das jetzt mal so drin. Ich gehe mal auf Festpreise. Preistyp der Vorkalkulation, bitte auf Preisvereinbarung setzen. Ich sage, okay, und jetzt werden im Prinzip die Preise an allen Positionen wieder eingetragen. Heißt jetzt, bei meinen entsprechenden Materialien, mein Pflaster, habe ich jetzt hier eben die 110 Euro drin und bei meiner Platte Granit habe ich dann eben meinen entsprechenden korrigierten Preis ebenfalls dann da drin. Ja, vielen Dank euch beiden für den Einblick in die Beschaffung mit Dataflow Business. Diese Präsentation soll einen Überblick der Möglichkeiten bieten. Wie genau jeder einzelne Klick funktioniert, erfahren Sie und ihr in unserer Programmhilfe, dem Dataflow Wiki und unseren Online- und Tagesseminaren. Online bieten wir das Seminar Einkauf und Beschaffung an und als Tagesseminar das Seminar Ertragskalkulation. Auf unserer Homepage lassen sich die Seminare schnell und unkompliziert buchen. Sonstige Fragen, Bestellungen und Terminwünsche einfach per Mail an info@dataflor.de. Soweit zum Thema Beschaffung. Bis bald und tschüss.